Zwischen meinen Hundeschulstunden bleibt oft nicht so viel Zeit für meine eigenen Hunde übrig. Doch eine schnelle Suche auf unserem Gelände sitzt bei diesem tollen Wetter doch wohl drin. Schnell ein paar Beutel versteckt und schon geht es los. Ein Beutel unter einer Pylone, einer an der Wand im wilden Wein. Clara beobachtet uns und lässt sich von unserer Arbeit motivieren und möchte auch ganz gerne mitmachen. Doch erst einmal wird Eragon zu bestimmten Beuteln geschickt. Ich bleibe in meiner Haltung eindeutig und Eragon kann sich rückversichern, wo er suchen soll. Da der Beutel weiter oben versteckt ist, muss er sich auf seine Nase verlassen. Kein Problem, er bringt die Beute zurück und schon geht es los zur nächsten Aufgabe. Er kann es nicht abwarten, doch ich bringe ihn hinter mich und auf geht es. Ganz in Ruhe geht es weiter. Eragon sucht nicht alleine. Ich schicke ihn zum nächsten Baum. Clara hat schon die Richtung angezeigt. Er schaut noch ein paar Mal zu mir. Clara hat die Beute schon genauer in der Nase. Eragon verlässt sich mehr auf meine Hilfe. Doch schon findet er den Beutel und bringt ihn zu mir. Clara macht ihm die Beute nicht streitig, obwohl sie in unserer Hunde-WG die Hosen anhat. Nach der Beutelabgabe folgen mir beide Hunde ohne Signal. Im nächsten Busch finden sie gemeinsam die Beute. Doch nur einer apportiert. Bei Hunden, die sich gut kennen, ist das kein Problem. Hat man aber Hunde, die eine Futteraggression haben, kann man das so natürlich nicht machen. Natürlich soll auch Clara zum Ziel kommen. Nur zu schauen ist nicht lustig. Beide Hunde bekommen ein Sitzsignal. Die Beutel werden in unterschiedliche Richtungen geworfen und die Beute nacheinander apportiert. Während Clara apportiert, schicke ich Eragon los und einer nach dem anderen bringt die Beute zu mir zurück. Ich arbeite immer sehr ruhig mit den Hunden. Ich lasse mir Zeit. Abwarten will gelernt sein. Doch ein Beutel ist noch versteckt. Wir sind vorhin schon einmal an ihm vorbeigekommen, doch die Hunde haben nicht eigenständig gejagt, sondern sind meinen Anweisungen gefolgt. Auch dieser Beutel ist etwas höher platziert. Die Nasenarbeit bei diesem warmen Wetter ist sehr anstrengend. Daher solltet ihr immer an genügend Wasser für eure Hunde denken. Clara findet und Eragon wird mit einem anderen Beutel in der anderen Richtung zum Apport geschickt. Das war eine schnelle Suche und beide Hunde sind auf ihre Kosten gekommen. Die Zeit ist gar nicht so wichtig.